Hallo, ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal, warum Linux besser ist. Tuxedo Computers ist dir vielleicht schon ein Begriff. Das ist ein Computerhersteller, der seine Geräte mit einer Linux-Distribution vorinstalliert und vollkommen funktionsfähig ausliefert. So kann man sich sicher sein, dass die gesamte komplette Hardware auch problemlos und absolut fehlerfrei mit Linux zusammenarbeitet. Bisher war es immer so, dass man bei Auslieferung eine DVD mitbekommen hat. Auf dieser war das vorinstallierte Linux-Abbild, das heißt, dass die Linux-Distribution, die man bei Bestellung mitbestellt hat, die war auf dieser DVD zur Installation mit neu drauf. Und man konnte bei Bedarf von Grund auf sein System komplett neu installieren. Der Haken an der Sache ist dann allerdings, dass die Computer auch ein DVD-Laufwerk benötigen, sonst kann man die DVD gar nicht starten. Die meisten neuen Computer, zum Beispiel das Infinity Book von Tuxedo Computers, die haben gar kein eingebautes DVD-Laufwerk mehr. Das heißt, dann benötigt man immer so ein externes DVD-Laufwerk, welches man über einen USB-Port anschließen kann. Hat man das nicht, kann man das über DVD nicht installieren. Ab sofort werden die neuen Geräte von Tuxedo Computers aber nicht mehr mit einer DVD, sondern mit einem bootbaren USB-Stick ausgeliefert. Denn startet man den Computer dann von diesem USB-Stick, nicht von Festplatte, nicht von CD, sondern vom USB-Stick, wird automatisch erkannt, um welchen Computer von Tuxedo Computers es sich hier behandelt, und es werden automatisch alle erforderlichen Bootoptionen gesetzt und man kann in einem Menü auswählen, welche angebotene Linux-Distribution man auf diesem Rechner installieren möchte. Denn es gibt hier verschiedene: Ubuntu mit dem Unity Desktop, mit dem Cinnamon Desktop oder mit verschiedenen Desktops, verschiedene Distributionen stehen hier zur Auswahl bereit. Ist der Computer dann über ein Netzwerkkabel mit dem Router verbunden, wird die gewünschte Linux-Distribution aus dem Internet heruntergeladen und lokal auf deinem Rechner so installiert, dass alles problemlos und fehlerfrei funktioniert. Dann hast du exakt denselben Zustand, den der Computer hatte, als du ihn von Tuxedo Computers erhalten hast. Exakt mit demselben Abbild, genau wie bei Auslieferung. Das Ganze funktioniert aktuell aber leider nur über eine kabelgebundene Internetverbindung. Nicht über WLAN. Das heißt, du musst dann wirklich ein Netzwerkkabel in den Rechner einstecken, über das dann der Rechner Zugriff aufs Internet hat. Hast du zum Beispiel ein Infinity Book, dann hat dieser Rechner gar keinen LAN-Zugang, gar keinen Netzwerkstecker mehr. Dort musst du dann über den USB-Port so einen LAN-to-USB-Adapter einstecken. Das hier ist ein LAN-to-USB-Typ-C-Adapter. Das heißt, das hier in den USB-Typ-C-Port einstecken und hier kannst du dann dein Netzwerkkabel einstecken und dann hat der Computer auch eine Internetverbindung über LAN, über ein Netzwerkkabel. So kannst du dann auswählen, was du gerne installieren möchtest und das dann dort installieren. Tuxedo Computers hat mir auch in einer E-Mail mitgeteilt, dass sie aktuell an einer Version arbeiten, dass das Ganze in Zukunft auch über das Funknetzwerk, über WLAN möglich sein soll. Aber aktuell, leider zu meinem derzeitigen Testzeitpunkt, funktioniert das nur über ein kabelgebundenes Netzwerk. Wie man da vorgeht und wie man das alles macht, das zeige ich dir nun in diesem Video. Ich bereite das wie immer kurz vor und bin gleich wieder zurück. Hier habe ich das Tuxedo Infinity Book 15. Auf diesem Rechner möchte ich gerne Ubuntu installieren, genauso wie Tuxedo Computer es ausliefert. Dazu habe ich hier oben am USB-Typ-C-Port einen LAN-Adapter angeschlossen. Diesen LAN-Adapter über ein Netzwerkkabel mit meinem Router verbunden. Hier am USB-Steckplatz habe ich einen USB-Stick mit dem Tuxedo WebFAI eingesteckt. FAI steht für Full Automatic Installation, das heißt vollautomatische Installation. Dann schalte ich den Rechner mal ein. Nach dem Einschalten drücke ich ein paar Mal die F10-Taste, damit ich in das BIOS-Bootmenü gelange. Hier kann ich auswählen, von welchem angeschlossenen Laufwerk ich den Rechner gerne starten möchte. In diesem Fall wähle ich aus UEFI Flash Partition 1. Dann startet der Rechner von diesem eingesteckten USB-Stick. Das Ganze bestätige ich mit der Eingabetaste. Dann erhalte ich das Bootmenü von diesem USB-Stick. Hier kann ich auswählen,
welche Ubuntu-Version ich gerne auf diesem Rechner installieren möchte. Es gibt hier verschiedene: Ubuntu mit dem Unity Desktop, Kubuntu mit dem KDE Desktop, Xubuntu mit dem XFCE Desktop, Ubuntu Cinnamon mit dem Cinnamon Desktop, Ubuntu Mate mit dem Mate Desktop, Ubuntu GNOME mit dem GNOME Desktop und Ubuntu Elementary OS. Oben sind die aktuellen Ubuntu-Versionen. Momentan ist das Ubuntu 16.10 mit 9 Monate Update-Unterstützung. Unten kann man die LTS-Versionen installieren, die haben vor 5 Jahren Updates. Das wähle ich aus, denn ich möchte eine zuverlässige, stabile Version. Hier in meinem Fall nehme ich Ubuntu mit dem Unity Desktop. Das Ganze bestätige ich mit der Eingabetaste. Nun startet dieser Rechner von diesem USB-Stick ein Betriebssystem und versucht über diesen LAN-Adapter eine Internetverbindung herzustellen. Und du siehst es, die Internetverbindung wurde auch bereits hergestellt und hier wird über diesen LAN-Adapter, über das Internet, eine Datei heruntergeladen. Hier mit dem WGET-Befehl, Connecting to, das ist die IP-Adresse, hier noch die verbleibende Zeit, momentan 1 Minute 45. Ich werde das Video etwas schneiden, damit du nicht ganz so lange warten musst. Nun werden alle eingebauten Festplatten automatisch partitioniert und das Dateisystem auf den Festplatten wird automatisch neu erstellt. Das heißt, alle Daten, die bisher auf allen Festplatten verfügbar sind, werden komplett gelöscht. Das System ist dann wirklich im Auslieferungszustand. Hast du also auf deiner zweiten Festplatte irgendwelche wichtigen Daten, die nicht gelöscht werden sollten, hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du baust diese zweite Festplatte aus und dann kannst du das System neu installieren. Möglichkeit 2, du sicherst die kompletten Daten auf deiner zweiten Festplatte auf einem externen Datenträger. Nach erfolgreicher Installation kannst du die kompletten Daten dann wieder zurückschreiben. Nun werden alle erforderlichen Dateien direkt übers Internet heruntergeladen. Einmal vom Tuxedo Computers Server und die restlichen Installationsdateien direkt vom Ubuntu Server. So hast du aktuell die neueste Ubuntu Version, die aktuellsten Dateien auf diesem Rechner. Der Computer wurde nun wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Man sieht es links unten, Press Return to Reboot. Vorher entferne ich noch den LAN-Adapter und den USB-Stick. Dann kann man die Eingabetaste drücken und der Rechner startet das erste Mal neu, so wie er von Tuxedo Computers ausgeliefert wurde. Die BIOS-Meldung und der erste Start zum Tuxedo-Installationsgrundbildschirm. Und hier kann man nun sein System so einrichten, wie man das erstmalig bei Auslieferung erhalten hat. Ja, soweit nun dieses Video zum Tuxedo WebFAI. Das WebFAI auf diesem USB-Stick ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache von Tuxedo Computers. So kann man seinen Computer jederzeit wieder in den Auslieferungszustand ab Werk zurückversetzen. Das ist eine geile Sache. Man hat keine Probleme mit Treibersuche, man muss nichts installieren, man muss nichts zusätzlich konfigurieren. Nee, einfach über diesen USB-Stick starten und neu in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Alles funktioniert 100% out of the box wie ab Werk. Eine tolle Sache. Ja, und zum Abschluss dieses Videos habe ich dir hier und unterhalb dieses Videos noch andere Videos von mir verlinkt. Zum Beispiel das Vorstellungsvideo, in dem ich das Tuxedo Infinity Book vorgestellt habe. Wenn du das anschauen möchtest, klick einfach auf das Bild hier im Video oder auch auf die Links unterhalb dieses Videos. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.